Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute möchte ich euch gerne einen Füller zeigen, der jetzt nicht neu ist. Eigentlich schon eher, kann man sagen, so fast schon so ein Sammlerobjekt geworden ist, ja. Aber dennoch für mich immer noch ein Gebrauchsgegenstand von einer Firma, die ich sehr, sehr mag, einfach weil sie hervorragende Schreibgeräte herstellt. Die es einem leicht machen, sich auch darum selbst zu kümmern, wenn es darum geht, nicht nur die Tinte zu wechseln, sondern auch die Feder zu wechseln oder den Behälter zu fetten oder was auch immer. Nämlich hier den Pelikan Souverän M805 in der Stresemann-Version. Ja, so. Und Pelikan ist ja immer, ist man, wenn man sich so einen Pelikan-Füller bestellt, man weiß nie genau, in welcher Verpackung dieser Stift auch wirklich kommt. Ne? Es ist immer unterschiedlich, wie der verpackt wird. Und während jetzt so ein großer Füller, wie jetzt hier so der Pelikan M1000, in einer großen Box kommt, kommt jetzt hier der Pelikan Stresemann in einer etwas kleineren Box. Ist aber jetzt nicht wirklich schlimm, weil das Wichtigste ist ja der Füller selber und nicht unbedingt die Verpackung. Ne? Aber dennoch gehört irgendwie doch irgendwie dazu. Ja, wenn man das hier aufmacht, ist dann hier das HP drin mit so einer kleinen Schlaufe, wo man das dann einfach herausziehen kann, wenn man das möchte. Ja, muss man ja auch, wenn man an den Stift heran möchte. Ne? Und wenn man jetzt hier nochmal an der Schlaufe zieht, enthüllt sich, was in dem HP drin ist, nämlich so ein, wieder so ein kleines Kunstleder-Frauenhandtäschchen im Pocket-Format. Ja, also je nachdem, also jedenfalls. Ne, schönes Ding. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand benutzt, der einen Pelikan hat, um es als Sleeve, also als Pouch, als Füller, Tasche mit sich herumführt. Weiß ich jetzt nicht, ja. Aber hier ist jedenfalls der Füller drinne, ja, in der Stresemann-Optik. Und jetzt mache ich das wieder weg. Ja. Und hier haben wir ihn dann, ne? Den Pelikan Souverän M805. Den 805 gibt es ja in verschiedenen Varianten, also eigentlich in fast jeder Farbausführung gibt es den. Ja, 805 bedeutet schlichthin, dass wir jetzt hier nicht wie beim M200 diese Gold Trims haben, also diese Teile also diese vergoldeten mit hart. Nochmal. Diese vergoldeten Elemente hier. Ja, sondern eher verchromt, also so silberfarben. Ja, das ist der Unterschied, ne, zwischen dem M800, ja, der vergoldet ist, und den M805, der hier diese silbernen Beschläge hat. Ja, ist jetzt nicht wirklich wichtig oder sowas, hat keinen Einfluss auf die Funktionalität, ist eher so eine Art, ist einfach nur Geschmackssache, ob man das eine mag oder das andere. Auf jeden Fall haben wir hier aber jetzt in dieser Version diese grau gestreifte Version, die sich markant hervorhebt für die Stresemann-Optik. Ja, also erinnert an die Anzüge der Weimarer Republik damals. Ja, also schwarz-grau gestreift quasi, kann man sagen. Ja, auch hier mit dem Pelikan-Logo hier oben drauf. Sehr schön. Ja, der Clip, der auch hier sehr funktional ist, obwohl er jetzt nicht wirklich gefedert ist, wie es bei anderen Füllern, ja, aber dennoch, er ist gut verarbeitet, er sieht sehr schön aus und er hat gerade so viel Zug, dass man ihn ganz einfach mit einer Handbewegung quasi packen kann und ans Hemd stecken kann, ja. Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn in der Fabrik auch daran gedacht wird, die Clips oder die Klipse unterhalb dessen, was wir hier oberflächlich sehen, abrunden, also ein bisschen polieren, also die Kanten glatt machen und polieren, ne, damit man, wenn man hier mit dem Fingernagel dran geht oder so, dass man sich hier nicht irgendwie schneidet oder sowas. Wirklich, wirklich schön, ja. Der Unterschied ist auch hier zum M100, ach Quatsch, zum M800, ist auch die Farbe der Feder. Ja, wir haben hier jeweils eine 18 Karat Goldfeder. Nur halt eben mit dem Unterschied, dass
Die eine, mal gucken, ob ich es so besser zeigen kann. Ja, ich glaube schon. Dass auch hier die 18 Karat Goldfeder des M800, hier oben, der blaue, diesem Two-Tone-Finish gehalten ist. Also mit der Goldoptik hier und zwischendrin die rodinierte Version. Also quasi, dass dann die Goldfeder überzogen wird mit einer Substanz, die durch ein Ätzverhalten das Gold wegnimmt und stattdessen eine schöne, ja, silberne Optik hinterlässt, ja. So wie beim 805, also hier unten drunter, wo quasi die ganze Feder rodiniert wurde, wo man von dem Gold an sich nichts mehr sehen kann, aber dennoch, das Material ist die gleiche, oder ist das gleiche. Ja, das Schöne ist jetzt auch, ich kann auch jetzt hier mal zeigen, den Unterschied zwischen einer Medium-Feder und einer feinen Feder. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Füller, muss ich schon sagen. Ja. Wir haben hier auch wieder, ne, durch dieses Material können wir, wenn wir Licht, ein passendes Licht dazu haben, können wir den Behälter als eine Art Tintenfenster betrachten. Ist jetzt eine Sache, die kann ich jetzt hier nicht demonstrieren, einfach darum, weil der Behälter rappelvoll ist. Ja, ich habe den jetzt erst vor ein paar Tagen befüllt. Mit einer Tinte, die ich auch sehr, sehr mag. Die ich neu habe und auch sehr, sehr mag. Und jetzt mache ich den Zoom wieder heraus. Ja, genau. Ja, und zeige ich doch gleich mal einen Füllergrößenvergleich. So, einmal hier der Pelikan M805 in der Stresemann-Optik. Verglichen dazu noch einmal mit der gleichen Version in Gold, also der M800. Dann der Big Boy, ja, Pelikan M1000. Und warum ich jetzt so angefangen habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja. Auf jeden Fall, jetzt muss ich ihn wieder suchen, da liegt er. Die kleinste Version davon, ne, Pelikan M800, ach Quatsch, M200, kein Souverän. Ich habe den M400, der ja die Souverän-Variante ist von dem M200, habe ich auch da, aber die ist jetzt irgendwo im Sammeletui verschwunden. Bis ich das jetzt gefunden habe, dauert eine Weile. Also auf jeden Fall, so vom Größenvergleich her, ist ein schöner Standard-Größenfüller, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und das zeige ich euch jetzt gerne mal. Einmal hier im Vergleich mit einem Lamy Allstar und mit einem Twisby Eco. Ja, auch vergleichbar mit einem Diplomat Excellence A Plus. Ja, oder was habe ich hier noch so rumfliegen? Ja, es ist mittlerweile bei mir schon ein bisschen mehr Ordnung eingekehrt, aber dennoch, man muss das Schönste, das Beste immer so in Reichweite haben, ne? Ja, dann habe ich jetzt hier noch im Vergleich vielleicht etwas ganz Neues, was ich demnächst zeigen werde. Ja, eine Neuheit, kann man sagen, von Scribo, die Calamus Edition. Ja, auch ein schöner Füller. Ja, und wie der so ist, zeige ich euch dann in dem jeweiligen Review. Jedenfalls, ja, nicht ganz Standardgröße, aber immerhin. Und verglichen im Federvergleich mit dem Lamy Allstar und dem Twisby Eco und dem Diplomat Excellence A Plus, den nehme ich mal jetzt raus, vorerst. Und setze stattdessen mal den, warum nicht, den M1000 mit dazu. Ja, da kann man schon sehen, ein gewisser Unterschied ist da. Ja. Ja, und vielleicht noch mal der AC Sport, was ganz Nettes. Ja. Und ja. Das ist dann so der Füllergrößenvergleich gewesen. Jetzt kommt eine kleine Schreibprobe.
So, und warum das jetzt nicht funktioniert, verstehe ich jetzt erst, wo ich genau hingeguckt habe, was ich da mache. Dass die Twisby-Kappe nicht passt auf den Lamy, ist klar. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Mann, Mann, Mann. Ja. Manchmal sieht man selbst als Brillenträger nichts, ne? Ja, okay, gut. Dann komme ich jetzt mal zum Schreibbeispiel. Ja, also ich weiß, es wäre ja besser gewesen, wenn ich jetzt zum Vergleich die gleiche Tinte verwende, aber ich habe jetzt hier zwei Tinten gewählt, die ungefähr gleich fließen, also ungefähr gleiches Fließverhalten zeigen. Ja, und im direkten Vergleich sehe ich persönlich auch immer schon gleich, was da los ist, ne? Auf jeden Fall haben wir hier den Pelikan Sovereign M805 mit feiner Feder in der Stresemann. Nennen wir mal Anführungsstriche. Die Tinte ist Berlin war Notebook Nummer 3. Ne, sehr schöne Tinte. Und ja, ist halt 18 Karat, heißt aber nicht, dass man die jetzt irgendwie kalligrafisch verwenden sollte. Ein bisschen Flexibilität zeigt die Feder schon, würde ich aber dennoch nicht machen, ja. Einfach weil sie dafür nicht gemacht ist. Ja, es ist eher so dass die Feder leicht federt, lässt zu, dass man wieder dieses bisschen Linienvarianz erzeugen kann während des Schreibens. Ja, und wenn ich das jetzt mal so direkt vergleiche mit der Medium-Feder, da kann man schon sehen, also finde ich jedenfalls, man erkennt ganz eindeutig, ja, wo der Hase herumhüpft, nämlich das Medium. Also man kann schon durchaus sagen, es ist jemand, der Pelikanfüller kennt, der weiß genau, es steht F drauf, ist vom Schreibverhalten aber eher eine Medium. Es steht Medium drauf, es ist aber eher eine Broad und so weiter und so weiter. Ja, und das ist auch das zieht sich hinweg, ne? Das kann vielleicht ein bisschen variieren, dass vielleicht bei der einen Medium-Feder das Medium ein bisschen breiter ausfällt als bei der anderen Medium-Feder. Aber dennoch untereinander merkt man schon, ist ein Unterschied, ne? Also die Medium-Feder hier vom M800, die schreibt eher broad. Und ich persönlich, ich mag das ja auch, ja. Aber dennoch auch finde ich, dass diese Tinte, übrigens Compeggy, ne? Schon ein gutes Fließverhalten hat. Ja, also muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Um die Tinte selbst mal zu zeigen, ich muss ja sagen, ich mag diese Tinte ausgesprochen gerne. Berlin Notebook Nummer 3. Ja, ich muss mal gucken, ob ich beim Zusammenschneiden vielleicht das Bild ein bisschen größer machen kann. Ja. Gefällt mir sehr gut, weil sie sehr schön schattiert, ne? Und das ohne groß jetzt Sheen-Effekt dabei zu haben, wie jetzt im Gegensatz dazu Diamine Holly, ne, die farblich gesehen schon sehr ähnlich ist, aber dennoch mit diesem Sheen-Effekt dabei hat. Ne? Also das ist, ich mag die Tinte sehr, aber Sheen-Effekt hat auch oft den Nachteil, dass es gerne mal verschmiert. Ja, und das haben wir halt hier nicht.
Jedenfalls finde ich das ganz super, weil es ist vom Farbton her auch sehr ähnlich wie Pelikan 4001 Dark Green, die ich ja auch sehr mag, weil sie einfach Standard ist. Ne? Sie ist kein Sheen, kein Shading, kein irgendwas dabei. Also Shading vielleicht schon, ja, aber da ist kein Sheen-Effekt dabei, es ist kein Glitzer-Pumpen-Zeug dabei, ja. Es ist einfach nur ein schönes, schlichtes, dunkles Grün, seriös. Mit dem kann man immer schreiben, wunderbar. Nur halt eben im Gegensatz dazu, dass Berlin Notebook ein fast schon öliges Schreibverhalten hat. Also die Tinte ist sehr, sehr, sehr schön. Ich mache auch noch ein Review von der Tinte. Ist auch nicht ganz billig. Ja, so sehen übrigens die Gläser aus. Ja, Berlin Notebook, richtig, richtig schöne, schöne Farbe. Wie gesagt, mache ich auch noch ein Video davon, von der Tinte selber. Es gibt momentan drei Farben von Berlin Notebook. Ja, die 1, die 3 und die 5. Und die 1 ist so ein dunkelblau, die 5 ist so ein pinkiges Rot und egal. Also auf jeden Fall vielleicht noch so im Vergleich dazu ein eher mintiges Grün. Ja, Diamine Cool Green. Sieht jetzt auf der Kamera wieder anders da aus. Verdammt nochmal. Naja, egal. Also auf jeden Fall sehr schöne Tinte. Ja. So, und ich glaube, ich bin dann auch schon wieder am Ende. Ja, Füllergrößenvergleich habe ich gemacht. Jetzt hier das Schreibbeispiel habe ich gezeigt. Ne? Und ob man das sehen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich versuche es natürlich einzufangen. Ja? Also die Art und Weise, wie der Füller auch so ein bisschen so wie eine Tinte reagiert, merkt man auch immer ganz gut anhand von der Feder vom Füller. Ja, und ich habe die gleiche Tinte auch hier in diesem Füller hier drinne, der Diplomat Exzellenz. Zeige ich euch aber den Vergleich im Tintenreview. Auf jeden Fall, man kann es gut erkennen. Hier oben, die obere Zeile, ist die feine Feder. Hier unten drunter, das ist die Medium-Feder. Und da merkt man schon den großen Unterschied. Ja, also ich muss sagen, ich mag diese Pelikan Souverän-Modelle immer sehr, sehr gerne. Ja, einfach weil sie wunderbar schreiben, ne, durch die austauschbare Feder, herausschraubbare Feder. Sehr funktional. Das Auswaschen geht ratzifatzi, das neu Einfetten geht ratzifatzi. Ich liebe diese Füller, ohne Scheiß, ja. Und ich werde sie immer lieben, keine Ahnung. Also es ist. Ja, und manchmal hat man das Problem, dass man eine Feder erwischt, die nicht so optimal schreibt. Da finde ich es aber auch ganz gut. Pelikan hat diesen Service, ne? Also auch bei solchen Füllern wie den da hier, der eine Sonderedition ist, wenn man den kauft, die Federn an sich sind ja keine Sonderedition, ne? Dieses Standard, ne, für die M800 Reihe. Und wenn man mit den Federn nicht zufrieden ist, man kann die eintauschen. Ja, also man kann Pelikan anschreiben, ein Ticket bei denen eröffnen und dann schickt man den Füller dahin, sagt denen, was damit nicht stimmt und im besten Fall tauschen die Feder aus oder bearbeiten sie neu, sodass sie wirklich so ankommt, wie sie gewünscht ist, dass sie schreibt, ja, und von daher richtig toll. Okay, Freunde, also dann bin ich auch schon wieder am Ende mit für heute, mit dem heutigen Review vom Pelikan Stresemann Souverän M805. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.